Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Dienstags-Q&A live zum Thema Insulinresistenz und Blutzucker mit der lieben Steffi, die ich jetzt auch gleich dazu hole. Ich gehe auch parallel auf Instagram mit ihr zusammen live. Ich hole sie jetzt gleich mal dazu. Und jetzt hole ich sie noch auf TikTok dazu. Irgendwie ist mein Licht heute komisch. Schon. So, hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Hey, hallo. Hallöchen. Hallöchen. Na? Na, alles fit? Ja. Super. Tip top mit dir immer am Dienstagabend. Das ist doch schön. Ach, ich sehe komisch aus heute. Hallo Lexi, mein Licht ist so komisch, ne? Siehst du das auch zu gelb? Hier scheint die Sonne noch bei dir rein, oder? Nee, das ist Licht und hier ist Sonne. Ah, okay, gut, dann ist das komisch. Egal, bin ich heute komisch, das ist in Ordnung. Ach, gar nichts, Hauptsache, wir können dich sehen. Das ist und das können Hauptsache, wir definitiv. Genau. Das ist schön. Hallo Jürgen. Sehr gut. Wunderbar, schau noch mal da. Heute am Dienstagabend, wieder um 19 Uhr, unser Blutzucker- und Insulinresistenz live mit der Patricia. Ich habe es ja schon ein bisschen angekündigt. Heute Morgen ging es ja bei mir in dem Live einfach um den Stoffwechsel und um den Stoffwechsel dann einfach wieder auf Vordermann zu bringen, darfst du natürlich auch auf den Blutzucker achten. Und deshalb habe ich gesagt gehabt, das Thema Blutzucker, das werde ich heute Abend nochmal ein bisschen beleuchten mit dir, Patricia, weil du bist ja auch unter anderem neben deinem Online-Business natürlich mit den Ketonen, bist natürlich auch ganzheitliche Ernährungsexpertin. Ja? Finde ich immer sehr, sehr spannend, gerade nochmal aus diesem Sichtwinkel zu schauen, Punkt 1, was haben da Ketone mit zu tun, beziehungsweise was kann man da mit den Ketonen einfach rausreißen? Ja. Und zum Zweiten vielleicht auch erstmal erleuchten, hätte ich weiter gesagt. Erleuchten kann ich euch auch, ja. Okay. Dafür habe ich mein Licht angemacht, extra für euch. Erstmal erläutern, was es überhaupt ist, wie man darauf kommt, dass man vielleicht wirklich an einer Insulinresistenz leidet. Ich hatte es schon gesagt gehabt, dass da hier wirklich jeder Zweite dran leidet, beziehungsweise hast du schon erkrankt. Die Bombe platzen lassen? Habe ich schon. Obwohl ich noch gar nicht da war. Ja, Wahnsinn. Oh mein Gott. Ja, ich finde es einfach sehr, sehr, also auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite natürlich auch sehr traurig. Erschreckend, weil, ja, weil halt auch einfach sehr viele Leute überhaupt nicht bei dem Thema Bescheid wissen, was da Sache ist, wissen auch nicht, dass sie sich einfach jahrelang diese Insulinresistenz angezüchtet haben und naja, zu guter Letzt werden sie auch von den meisten Ärzten einfach alleine gelassen, ja, also ja. Da wird einem halt gesagt, ja, sie haben jetzt eine Insulinresistenz und jetzt schauen wir mal, ne, also am besten ne, FDH, wie die meisten Leute immer hören, ne? Also frisst die Hälfte, machen sie mal ein bisschen Sport und dann muss das auch mal wieder funktionieren, ansonsten sind sie kaputt sozusagen. Ja? Also bekomme ich immer wieder Nachrichten, wo mir gesagt wird, hey, die Ärzte lassen mich damit alleine, was soll ich jetzt tun? Ja, oder viele schlucken halt dann einfach die Medikamente. Ganz genau. Und das hilft halt auch nicht weiter. Ne? Also klar geht es dir dann vielleicht mal besser, vielleicht schaffst du es dann auch abzunehmen, wenn du es vorher nicht geschafft hast, aber grundsätzlich löst es ja das Problem nicht. Das behebt ja nicht die Ursache des Problems. Starten wir vielleicht einfach mal rein mit, was ist eine Insulinresistenz, so einfach erklärt, beziehungsweise, und wie kannst du es halt erkennen? Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, das wissen wirklich die wenigsten. Also die uns vielleicht schon länger folgen, Steffi, die jetzt jeden Dienstag um 19 Uhr hier dabei sind, ja, erstmal gut ab, sehr, sehr cool, das finde ich mega. Die wissen das schon, aber ich finde es schade auch gar nicht, das öfter zu hören. Also grundsätzlich bedeutet eine Insulinresistenz, dass du zu viel Insulin im Blut hast und das passiert, weil Insulin seine Aufgabe nicht mehr erledigen kann, sprich den Zucker in die Zelle zu transportieren. Weil die Zelle einfach nicht mehr funktioniert, beziehungsweise nichts mehr reinlässt. Also die hat quasi schon zugemacht, die sagt, hey, ich habe hier keinen Platz mehr, ich habe schon einfach genügend Schrott in mir, jetzt mal ganz einfach gesagt, und ich habe einfach keinen Platz mehr. Und Insulin möchte dann natürlich weiter seine Arbeit machen, beziehungsweise die Bauchspeicheldrüse möchte, dass Insulin weiter arbeitet und merkt, Insulin macht, also es ist zu wenig Insulin, das funktioniert nicht. Bauchspeicheldrüse schüttet immer noch mehr Insulin aus und irgendwann hast du dann zu viel Insulin im Blut und das nennt sich dann einfach umgangssprachlich Insulinresistenz, ja. Und Ursache dafür ist, wie die Steffi schon gesagt hat, du kannst dir das anzüchten über Jahre, ne, wenn du dich immer zu wenig bewegst und dich einfach nicht gut ernährst. Das heißt immer
einfach schlechte Kohlenhydrate, viel zuckerhaltige Lebensmittel isst, dein Blutzucker immer Achterbahn fahren lässt, dann pendelt sich das über die Jahre ein, so eine Insulinresistenz. Und die merkt man auch nicht, weil die tut erstmal absolut nicht weh. Du spürst es vielleicht, weil du nicht abnehmen kannst, weil du hartnäckiges Bauchfett hast, das nicht weggeht, weil du vielleicht viel Hunger und Heißhunger hast, nie so das Gefühl hast, satt zu werden, wirklich immer Heißhunger hast, immer Bock hast auf ungesunde Dinge oder auf Süßigkeiten, auf schnelle Kohlenhydrate wie Brot und Pasta und so, auf das kannst du nicht verzichten. Vielleicht hast du auch viel Kopfschmerzen, bist ständig müde, vielleicht auch Gelenkschmerzen, das könnte auch ein Anzeichen sein. Oder so Hautanhängsel am Hals, also Fibrome am Hals, kann auch eine Ursache sein, beziehungsweise ein Symptom sein für eine Insulinresistenz. Ja. Und wenn du dir jetzt denkst, boah, ich habe das Gefühl alles, dann ja, klar, jeder Zweite hat halt einfach eine Insulinresistenz, ohne dass er es weiß, wie die Steffi vorher schon gesagt hat. Von dem her ist es jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass du all diese Symptome tatsächlich auch hast, die ich gerade alle aufgezählt habe, weil, naja, Insulinresistenz ist einfach weit verbreitet. Hi Niki! Und das ist halt so die Sache. Und die wenigsten kommen da drauf, weil irgendwann geht man zum Arzt, der Nüchternblutzucker wird irgendwann gemessen und man merkt vielleicht irgendwann, okay, der Nüchternblutzucker ist zu hoch. Scheiße, okay, blöd, ist über 100, ist vielleicht über 120, haben wir schon Prädiabetes, haben wir vielleicht schon einen ausgewachsenen Typ-2-Diabetes, aber dann ist die Insulinresistenz schon wahrscheinlich 10 Jahre da gewesen oder 15 Jahre vielleicht oder dann vielleicht auch nur 5 Jahre, das ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall einige Jahre vorher war die Insulinresistenz schon da, bevor du wirklich merkst, der Blutzucker wird zu hoch. Das heißt, um jetzt zum zweiten Teil der Frage zu kommen, du müsstest dafür, um das wirklich zu messen, also wenn du jetzt diese Symptome bei dir merkst und dir denkst, irgendwas stimmt halt auch nicht und abnehmen kann ich auch nicht, dann unbedingt vielleicht mal den HOMA-Index messen lassen oder das Nüchterninsulin im Serum, weil da nur so kannst du eine Insulinresistenz feststellen. Also der HOMA-Index ist im Prinzip, da nimmt man den nüchternen Blutzucker und den nüchternen Insulinspiegel, den man eben erstmal messen muss und das macht eben keiner so unaufgefordert, ja, dann musst du wirklich zu deinem Arzt gehen und darum bitten oder in ein freies Labor gehen und den Wert einfach messen lassen und dann kannst du dir den HOMA-Index oder der Arzt berechnet dir dann den HOMA-Index und dann weißt du halt vom Wert her, okay, wie hoch ist der Grad meiner Insulinresistenz und dann weißt du halt auch, bin ich da schon tief drin, bin ich da nur leicht drin, habe ich nur eine Tendenz dazu und kannst das halt dann auch wieder beheben, weil man kommt da definitiv wieder raus. Ja. Ja. Mann. Also das hört sich jetzt erstmal sehr, irgendwie bedrückt mich das immer so ein bisschen, genau, weil ja. Ich glaube, ganz viele Leute auch da draußen dann so denken, ach du meine Güte, und jetzt? Aber ich erzähle dir eine Geschichte, ne? Die dich wieder aufhält, die dich wieder aufmuntert. Ich kriege ganz, ganz oft Nachrichten, auch hier auf TikTok, wo mir die Leute schreiben, boah, geil, mit deinen Tipps, mir geht's viel besser, ich achte jetzt auf meinen Blutzucker, meine Insulin im Serum ist schon besser geworden. Oder auch Leute, die mir wirklich schreiben, ich bin meine Insulinresistenz los, ich bin sie los. Oder mit PCOS ist ja ganz oft kommt das in Kombination, also polyzystisches Ovar-Syndrom für alle, die sich jetzt fragen, was das ist. Also ganz umgangssprachlich gesagt eine Insulinresistenz der Eierstöcke. Ja. Einem Arzt darfst du es nicht sagen, der schlägt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich das so nenne. Aber grundsätzlich, um das halt für die breite Masse verständlich zu machen, kann man das schon so benennen. Und da geht halt auch oft, ganz oft einher ein unerfüllter Kinderwunsch und solche Geschichten, unregelmäßiger Zyklus, PMS, einfach grundsätzlich Probleme mit deinem Zyklus. Und da habe ich auch schon so viele tolle Nachrichten bekommen von Mädels oder Frauen, die da einfach wieder rausgekommen sind, die vielleicht dann doch schwanger geworden sind. Und das ist dann wieder schön, weil es ist nicht so dramatisch. Du findest wieder raus, du musst einfach nur ein paar Dinge beachten und das Leben, es macht wieder Spaß. So, ja, bist du wieder gut drauf, Steffi? Ja. Ja, das ist ja auch so wichtig, dass ihr das versteht. Also ja. Eine Insulinresistenz, klar, ist komplett scheiße. Ja? Aber zum Ersten hol dir halt einfach eine Klarheit darüber, ob du sie hast, ob du sie nicht hast. Und wenn du sie hast, dann, klar, ist das Kind erstmal in den Brunnen gefallen. Das kannst du aber auch wieder hochholen. Ja? Also daran musst du nicht sterben. Okay, ganz, ganz wichtig. Ja? Also wir wollen jetzt da keine Angst machen. Aber dir halt einfach so ein bisschen so ins Bewusstsein reden. Hey, kümmere dich einfach bitte um deinen Körper, bevor es dann wirklich zu Diabetes wird, weil das muss dann echt nicht sein. Also da kann man wirklich noch mal ein bisschen zurückrudern, beziehungsweise da halt einfach gegensteuern, sagt man mal so. Ja. Und das ist ja auch der Anfang für so vieles, ne? Also klar, eine Insulinresistenz und irgendwann Diabetes, aber dazwischen kommt vielleicht noch
eine Fettleber, da kommt noch komplett metabolisches Syndrom, da kommt noch vielleicht auch eine Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Beschwerden, das kann ja alles dann davon auch noch folgen, ne? Ja. Und von dem her, wenn du einfach gesund bleiben möchtest für deine Zukunft, für deine Familie da sein möchtest und selber ein gesundes, fittes Leben führen möchtest. Und das kommst selber nicht an deine Kinder weitergeben möchtest. Ne? Das ist ja dann auch so ein Punkt. Total, ne? Ja. Das wissen dann auch mehrere nicht. Beziehungsweise ja, wenn du es halt nicht weißt, dann ja, sowieso. Ne? Aber was du wissen darfst, du kannst es halt wirklich an deine Kinder weitergeben. Ich weiß nicht, ob du das möchtest. Ja, das ist halt einfach nicht fair, weil dein Kind eigentlich nichts da hat gar keine Chance. Nee. Keine Chance hat. Wird dann schon mit Insulinresistenz geboren. Ja, heftig. Heftig. Gabri schreibt, habe keine Probleme mit der Periode. Das ist auch wunderbar so. Das muss auch nicht sein. Es kann halt einfach ein Symptom sein. Ja? Also das heißt jetzt nicht, dass... in Kombination mit PCOS, genau. Genau. Insulinresistenz alleine wirst du nicht an deiner Periode merken. Also die wenigsten wahrscheinlich. Genau. Finde ich sehr, sehr spannend, dieses ganze Thema Insulinresistenz, was man natürlich dann auch noch, also das Thema ist ja Blutzucker und Insulinresistenz, vielleicht auch Blutzuckermanagement, wie du dann halt einfach deinen Blutzucker stabilisieren kannst. Ja? Also das wissen ja auch sehr viele einfach nicht oder machen es vermutlich, sage ich mal, unbewusst falsch. Ja, die meisten möchten sich ja gesund ernähren. Genau, die schauen nur auf die Kalorien. Also die schauen halt, die nehmen Lebensmittel in die Hand, möchte ich es essen oder nicht, basierend auf wie viel Kalorien hat das Ding. Und das ist absoluter Bullshit. Also das kannst du wirklich einfach mal in die Tonne schmeißen, diese Ansicht, weil das funktioniert nicht. Ne? Ja. Nur weil ein Lebensmittel wenig Kalorien hat, heißt es nicht, dass es gesund ist. Ja. Absolut und nicht, nein. Da schaust du einfach lieber auf Dinge wie Zucker. Oder Fette, ja, das macht einfach viel mehr Sinn, ja, wie viel gesunde Fette sind in dem Lebensmittel, wie viel, also ungesättigte versus gesättigte Fettsäuren und halt einfach wie viel Zucker. Wenn in einem Lebensmittel die Hälfte davon Zucker ist, ja, wenn ich hinten drauf schaue und ich sehe auf 100 Gramm 54 Gramm Zucker, das wäre jetzt eine Tafel Schokolade oder noch mehr, ey, dann lasse ich das weg, ja, aber sagen wir mal auch ein Drittel Zucker. Es gibt ganz viele Fertigprodukte, ist ein Drittel, ein Viertel von dem ganzen Lebensmittel nur Zucker, wo ich mir denke, ich esse eigentlich was Gesundes. Vielleicht sagen wir dann noch dazu, in den ganzen Low-Carb-Produkten und Low-Fat-Produkten ist ja dann halt auch nochmal tatsächlich viel mehr Zucker oder vielleicht auch nochmal andere Zuckersorten, die unter Zero-Zucker laufen, ja? Aber du dann Maltodextrin drin hast oder Sucralose, Saccharin, die dann halt auch unter anderem, muss nicht, aber kann dein Darmmikrobiom halt einfach angreifen bzw. verändern. Das lässt dein Blutzuckerspiegel auch ansteigen. Ja? Vor allem Maltodextrin hat einen viel höheren glykämischen Index als Zucker. Es steigt der Blutzucker noch weiter nach oben. Moment, glykämischer Index, magst du es nochmal schnell erklären? Vielleicht haben wir einfach nicht ganz so viele Experten mit dabei, einfach, dass es jeder versteht. Genau. Ja klar, sorry. Glykämischer Index bedeutet einfach nur, wie schnell dein Lebensmittel oder wie schnell der Zucker in dem Lebensmittel, das du isst, ins Blut steigt. Und das ist halt einfach, das wird in Zahlen gemessen. Also normaler Haushaltszucker hat einen glykämischen Index von zum Beispiel 64, schon relativ hoch. Und Maltodextrin hat sogar über 100 einen glykämischen Index. Also da steigt der Blutzucker noch stärker und noch schneller an. Jetzt haben wir hier eine Frage, die nehme ich kurz noch mit rein. Was ist mit Haferflocken? Naja, das ist halt so eine Sache. Steffis Lieblingsfrage. Da könnten wir jetzt auch eine Stunde reden. Ich mache es ganz kurz. Oh, nein. Naja. Ein Haferflocken ist halt so eine Sache. Grundsätzlich sind Haferflocken natürlich kein schlechtes Lebensmittel. Ja, das nehme ich vorweg. Aber sie erhöhen auch deinen Blutzucker, vor allem morgens. Ja, diese typischen Overnight Oats, die jetzt so im Trend sind. Ja, man macht sich seine Haferflocken mit Obst am Morgen. Ist nicht gut für den Blutzucker. Dann steigst du gleich morgens auf deine Blutzuckerachterbahn auf, geht den ganzen Tag hin und her. Das ist genau das, was du vermeiden möchtest. Ja. Das heißt natürlich nicht, du darfst nie mehr wieder Haferflocken essen, aber setz sie einfach klug ein mit Wasser trotzdem. Es sind trotzdem Kohlenhydrate und dein Blutzuckerspiegel steigt an. Natürlich nicht so stark, wie wenn du eine Nutella-Breze isst. Das ist natürlich logisch. Also wenn du jetzt von Zuckermüsli kommst und auf Haferflocken umstellst, hast du schon mal gewonnen, ja. Aber trotzdem, wenn du richtig umgehen möchtest mit deinem Blutzucker, mit dem ganzen Thema, dann ess die Haferflocken auch nicht unbedingt am Morgen. Außer du machst dann eine 5-Stunden-Bergtour oder arbeitest auf dem Bau oder möchtest ein Kind zur Welt bringen.
dann ist es vielleicht in Ordnung, ja. Im Sinne von, dann wirst du sie schnell wieder verbrauchen. Aber ansonsten, wenn du dann dich auf dein Po setzt für 8 Stunden und ins Büro gehst und arbeitest, dann brauchst du halt morgen einfach keine Haferflocken essen. So, so sieht's aus. Dafür, das sind 8 Worte, aber das ist verdammt nochmal die nackte Wahrheit, ja? Eine Sache möchte ich noch sagen. Dann lieber die Haferflocken ans Ende einer Mahlzeit mal als Dessert. Zum Beispiel abends als Dessert oder meinetwegen auch mittags, lieber noch abends in kleine Mengen. Vielleicht nachdem du Krafttraining gemacht hast, nachdem du deine Speicher geleert hast, nachdem du dich genügend bewegt hast, ist eine ganz andere Sache, als die Haferflocken sich morgens reinzuknallen mit Obst vielleicht oder so. Ja, das ist, und ich weiß, Haferflockenkuren, das kriege ich dann immer als Argument, ich kann es nicht mehr hören, ohne Scheiß. Ja, das wird dir ja bei Diabetikern empfohlen. Ja, natürlich wird es bei Diabetikern empfohlen und es ist immer noch besser als das Zuckermüsli und es kann auch helfen und es kann auch funktionieren, aber auf Dauer nicht. Es ist halt einfach eine kurze Kur und dann musst du dein Leben weiterleben und diese Kur kannst du dir halt einfach auch sparen und gleich deine Ernährung so umstellen und lernen, wie du blutzuckerkonform isst. Also das ist meine Meinung, aber jeder kann sich natürlich aussuchen, was er möchte da draußen, ne? Ja, es geht ja, führen viele Wege nach Rom. Genau, es geht ja einfach in dem Live darum, dass ihr halt einfach mal was gehört habt, dass ihr halt einfach sagt, okay, gut, dann messe ich halt einfach mal meinen Blutzucker. Ja. Da kann ich euch auf jeden Fall das empfehlen. Das haben wir beide auch schon öfter mal gemacht, so einen Blutzuckersensor sich einfach anzubringen auf den Oberarm. Damit kannst du weiterhin duschen, Badewanne, Sauna, Schwimmen im See. Da kannst du alles mitmachen, da bist irgendwo nirgends beeinträchtigt oder so. Es geht halt einfach darum, dass du dich A, nicht pieksen musst und B, halt einfach nicht vergisst, dich zu messen. Da kannst du halt einfach mit deinem Handy drüber fahren und zack, hast du dann einfach deinen Wert und weißt wenigstens, okay, dies, das, jenes habe ich jetzt vor 2 Stunden circa gegessen. Das hat jetzt wahrscheinlich meinen Blutzucker erhöhen lassen. Ja, und da kannst du dir halt auch mal anschauen, was die Haferflocken machen oder was ein Vollkornbrot macht, wo alle immer sagen, ja, das Zeug ist in Ordnung. Naja, also mein Blutzucker sagt da nicht, das ist in Ordnung. Ne? Also, richtig. Ja. Ja, meine auch nicht. Also ich habe das auch immer sehr gerne gegessen, Haferflocken mit Banane. Ja, Banane. Oh, ist, ich auch früher, das fand ich so Schwede. Geil. Ja, es schmeckt ja auch obergeil, ja, aber das ist viel zu süß, wirklich viel zu süß. Vielleicht sagen wir noch mal eine Alternative, was man einfach am Morgen besser essen kann, damit wir halt auch nicht alle schlecht gesprochen haben, sondern noch auch mal was Gutes vorschlagen. Klar. Nee, es geht ja nicht drum um schlecht oder richtig oder falsch. Ne? Es sind einfach nur Tipps und Tricks, die halt einfach keiner weiß. Wenn du heute auch zu einer Otto-Normalverbraucherin, Ernährungsberaterin gehst, die halt einfach nur diese normale Ausbildung gemacht hat, dann wird sie dir das auch nicht erzählen. Ja. Sowas lernst du halt wirklich nur, wenn du dich tief mit der Materie auseinandersetzt. Und der Blutzucker, also ich habe ja selber vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, meine Ausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin. Hey, da redet kein Mensch über den Blutzucker. Das ist jetzt erst im Kommen. Und ich glaube mal, in 10 Jahren wird man Diäten schon danach ausrichten. Ja? Dann wird es so eine Art Blutzuckerdiäten geben oder so. Und das wird kommen, 100%. Und das ist die Zukunft. Aber was war jetzt die Frage? Alternativen zum gesunden Frühstück. Also die Alternativen zum gesunden Frühstück ist auch komisch gesagt. Nee, das nicht. Ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Alternativen für ein gesundes Frühstück. Jo. Naja, also du kannst zum Beispiel Eier essen. Eier gehen immer, ja. Also gekochte Eier, Spiegeleier, Rühreier in jeder Form. Steffi sagt, Öleier ist nicht gut für mich. Ja, du kontrakst die nicht so gut. Was ich? Warte mal. Nee, das war die Avocado, ne? Entschuldigung. Hallo? Die Avocado. Nein, ich hatte einen Unverträglichkeitstest gemacht und das habe ich für 3 Monate einfach komplett gemieden, aber ich esse das jetzt wieder. Jojo. Oh ja, cool. Ja, also Eier sind immer eine coole Wahl und dann kriege ich immer den Einwand, naja, aber das kann ich, habe ich keine Zeit in der Früh, dann kochst du die am Abend vor und nimm sie mit, das ist eine Möglichkeit. Ja, gut, kein, du kannst ja kein Rührei machen zum Mitnehmen, das ist klar, aber du findest immer eine Lösung. Griechischer Joghurt mit Leinsamen, Hanfsamen, Beeren, Mandeln ist immer eine coole Idee, andere Nüsse, andere Kerne, was du halt magst, ist immer eine coole Sache, einfach auch vielleicht nur einen guten Eiweißshake oder eben die Ketone und Intervallfasten, ja, das mache ich persönlich immer sehr, sehr gerne, also ich esse dann vor 12, 1, 2 eigentlich nicht meine erste Mahlzeit, also nichts im Sinne von einfach nur, ich trinke meine Ketone und dann geht es mir super gut damit, ja, von dem her. Ja, musst du halt einfach selber den Weg für dich finden, halt einfach Punkt 1, das Müsli weglassen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, diese ganz große Müsli-Firma mit und Loks am Ende. Das ist halt einfach so wieder diese Lebensmittelindustrie, ja, mit der ja, die Lebensmittelindustrie aber selbst halt auch spielt. Diese Seitenbacher Müsli oder den ganzen Scheiß. Also da, schau einfach drauf, was drin ist.
Weil, hey, ja. Ich war wirklich in Supermärkten, also hier in der Schweiz ist ja der Coop und Migros, mhm. ja, das ist so ein bisschen so wie Edeka und Rewe, ja, in mhm. Deutschland. Und ich stand da wirklich vor dem Müsli-Regal. Du findest kein einziges Müsli ohne Zucker. Glaube ich dir. Ist selber das machen. Nicht traurig? Ja. Ich finde das so traurig. Also überall steht dann drin, ja, mit weniger Zucker oder ohne Zucker. Dann schaue ich hinten drauf, ja, mit hier Kokosblütensirup. Mhm. Ja, wunderbar, super. Hey, super für den Blutzucker. Oder Agavendicksaft. Ja, genau. Oder dann halt ja, dieses Maltodextrin natürlich, ne, was ja. so doppelt schlimmer ist als Zucker, haben wir ja heute schon angesprochen. Also wirklich, ist sehr, 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 sehr schwierig, wie jetzt Patricia schon sagt, am besten machst du wahrscheinlich einfach alleine ein paar Nüsse. So Pekannüsse finde ich super, super lecker. Aber da kannst du natürlich kreativ werden. Ja? Fitmam Lexi hat uns ein paar Kommentare geschrieben, haben wir noch gar nicht vorgelesen. Sorry, Lexi, nee. Also hoffentlich nimmst du es nicht persönlich. Wir haben es aber gelesen. Ja, ich musste mir sogar teure Haferflockenshakes damals kaufen. Das hat nicht geschmeckt und mir ging es so schlecht. Das wurde mir so in der Diabetesberatung empfohlen, fand das schlimm. Ja. Ich würde mal sagen, das haben wir eigentlich so weit aufgenommen. Vielen Dank für den Kommentar. Also wir finden das auch sehr schlimm, dass das in so einer, gerade in der Diabetesberatung vorgeschlagen wird. Hammerhart. Ja, da war halt einfach die Forschung, vor 10 Jahren war die Forschung noch nicht so weit. Und wenn Ärzte immer noch das halt im Kopf haben, was vor 10, vor 20 Jahren gesetzt war, dann klar arbeiten die immer noch so. Aber da hat sich viel getan seitdem. Ja, deshalb sage ich ja halt auch einfach immer, lerne deinen Körper kennen, einmal mit dem Blutzucker, mit dem Blutzuckersensor, dann natürlich auch mal ein paar Werte nehmen, dann weißt du halt auch, hey, wie sieht es mit deinen Nährstoffen aus, ja, und allen drum und dran und ja, da musst du natürlich auch ein bisschen Geld hinlegen, also bei uns in der Schweiz, ja, kostet es dann schon ein bisschen, aber das ist mir auch auf jeden Fall wert, weil ich meine, ich lebe mein ganzes Leben lang in diesem einen Körper und dem darf es auch gut gehen. Richtig. Und da darf ich auch ein bisschen was investieren, bin ich der Meinung. Wenn ich dann halt einfach sehe, okay, der und der Wert, der stimmt halt irgendwie nicht, dann schaue ich mir das natürlich genauer an, beziehungsweise frage mich halt, okay, wie ist es denn aber dazu gekommen? Also das darf sich dann halt auch mal fragen, wie ist denn dein Leben bisher gelaufen? Wie lange schläfst du schon schlecht? Wie lange ernährst du dich schon schlecht? Wie lange hast du schon einen richtig heftigen, stressigen Alltag? Ja, vielleicht einen Job, der dir einfach nicht gefällt, wo du aber hin musst, weil du sagst, ja, irgendwer muss ja die Miete bezahlen. Ja. Oder. Also es kann so viele Punkte sein, das darfst du dir einfach mal genauer anschauen. Aber ich sage dir eins, nichts geht am Körper irgendwo spurlos vorbei. Nur weil du sagst, ja, das wupp ich schon irgendwie, ja. Irgendwann, also der Körper kann sehr, sehr viel kompensieren. Echt viel. Ja. Aber irgendwann ist auch Schluss. Ist vorbei. Und irgendwann kommt dann halt auch mal die Klatsche zurück. Das sage ich dir. Ja, also und dann musst du halt auch härter arbeiten, um da wieder rauszukommen. Richtig. Egal, ob es jetzt Burnout ist oder ob es eine andere Krankheit ist. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Von daher, ja, schau da halt einfach wirklich gut zu deinem Körper. Voll. Habt ihr ein Video gesehen? Haferflocken mit Wasser in einer Pfanne braten? Hat na ja geschmeckt. Also ich habe noch nie ein Video gemacht mit Haferflocken in der Pfanne braten. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Vielleicht entweder verwechselst du mich oder ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich im Schlaf Videos, von denen ich nichts mehr weiß. Das kann natürlich sein. Ja, dann da muss ich mir mal die in den Feed gut anschauen auf TikTok, was ich da so... Stress erhöht den Zucker. Ja. Jawohl. Gabri, so sieht's aus. So sieht's aus. Und zwar, weil, wen das interessiert, ich weiß ja nicht, ob das irgendwie interessiert hier. Ja, natürlich interessiert uns das, weil sonst wären wir hier nicht im Live, war, liebe gut, Leute. Sehr gut. Nee, grundsätzlich einfach nur, weil wenn Cortisol ausgeschüttet wird, unser Stresshormon, das triggert auch immer Insulin. Und nicht von mir war das Video, okay, Entschuldigung, ich spring schon wieder hin und her. Ja, und dann erhöht sich das Insulin, ja, und dann hast du halt das Schlamassel, ja, von dem her. Ist auch ganz oft, sagt man ja auch, der Stressbauch, ja, dass Leute eine kleine Wampe haben, ja, und jetzt nicht besonders irgendwie, weil sie zu viel essen oder ungesund essen, sondern weil sie einfach wahnsinnig viel Stress haben und damit nicht klarkommen. Man kann ja auch viel Stress haben und damit gut klarkommen und es gut kompensieren können, auf jeden Fall. Aber manche halt. Ja, dazu muss man halt einfach wissen, okay, wie macht man es am besten? Ne? Die meisten haben gleich wieder Medikamente im Kopf. Ja. Das muss nicht gleich sein. Du kannst dich einfach mal erinnern, was hast du als Kind gerne gemacht. Ja? Also viele halt einfach, also keine Ahnung, wenn sie malen, kommen sie runter. Wenn sie ein gutes Buch lesen, kommen sie runter. Ich meine jetzt gerade nicht im Sommer, aber also im Winter so eine schöne heiße Badewanne. Ja? Oder dann halt auch einfach mal einen Kerzenschein anmachen oder meditieren oder Yoga machen. Da, wo du Sauna halt einfach wirklich... Sauna hilft mir extrem.
ja, wo du halt einfach mal wieder runterkommst. Ja, also wir sagen jetzt nicht, hey, du musst ja jetzt hier durch die Welt mit Kumbaya laufen. Ja, das ist ganz klar. Stress gibt es überall, aber es kommt natürlich darauf an, wie du A, mit dem Stress umgehst und B, halt einfach wieder am Abend, spätestens am Abend, einfach mal wieder runterkommst. Ja, oder vielleicht hast du ja ein eigenes Büro, keine Ahnung, oder du sperrst dich mal in eine Toilettenzelle ein, ja, und meditierst mal kurz, ja, um einfach mal wieder runterzukommen. Also ganz ehrlich, Leute, oder ich komme aus einem Beruf. Die tun es auch schon. Da muss man gar nicht groß meditieren, einfach ein bisschen atmen. Voll. Also ich meine, ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich glaube, bei Patricia war es auch ähnlich. Wir hatten echt auch echt verdammt stressige Jobs und ich war halt auch wirklich immer auf Anschlag. Ja, nicht tagtäglich, aber schon oft in der Woche, was ich halt einfach gezeigt habe bei Kopfschmerzen. Ich hatte wahnsinnig oft Kopfschmerzen. Das war halt einfach schon so ein Alarmsignal, wo ich gesagt habe, meine Güte, das kann nicht gesund sein, ja. Um da halt einfach mal so in dich zu gehen, hey, was macht denn dir wieder Freude? Ja. Wo kannst du dich dann wieder einfach abholen? Wo sind so deine Punkte, die dir Freude machen? Und das ist bei jedem was ganz anderes. Also auch wenn das jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, Puzzeln ist. Ja, dann Puzzle. Also, warum nicht? Kann man alles machen. Warum nicht? Aber komm einfach dahinter und hol dir da halt einfach so ein bisschen Inspiration. Ja, was kann man jetzt noch machen? Also wir haben ja Stress schon gesagt, Stress reduzieren. Wie man das jetzt eben schaffen kann sozusagen. Ganz wichtig, die Steffi hat vorhin auch den Schlaf angesprochen. Wie lange schläfst du schon schlecht, war die Frage. Ne? Und da ist auch ganz wichtig, dass du deinen Schlaf verbesserst, wenn du aus einer Insulinresistenz rauskommen möchtest. Weil tatsächlich schon eine Nacht schlechten Schlafs verschlechtert deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Und das ist halt richtig, richtig krass. Ja? Das heißt, wenn du einen schlechten Schlaf hast, zu wenig Schlaf hast, dann kannst du gar nicht rauskommen aus deiner Insulinresistenz. Ja. Von dem her unbedingt immer an mehreren Schrauben gleichzeitig drehen. Also natürlich macht die Ernährung den größten Teil aus, definitiv blutzuckerkonform essen, aber eben auch dein Schlaf, den du verbesserst, dein Stress, den du reduzierst und ganz wichtig auch die Bewegung. Du musst dich mehr bewegen als vorher. Also wenn du immer schon deine 5000 Schritte machst, machst du jetzt 10.000 Schritte, wenn du rauskommen möchtest aus der Insulinresistenz. Wenn du immer 10.000 schon gemacht hast, solltest du noch mehr erhöhen auf 15.000 und unbedingt auch mit dem Krafttraining anfangen, weil eben die Muskelzelle ist die allererste, die insulinresistent wird und somit muss die auch wieder arbeiten, dass die Insulinresistenz umgekehrt werden kann. Ja. Von dem her ganz, ganz, ganz wichtig, dass man auch nicht nur auf die Ernährung achtet, sondern eben auch diese Aspekte mit einbezieht. Dann kannst du natürlich dir noch mit natürlichen Supplementen auch helfen, wie den exogenen Ketonen, das haben wir vorher schon angesprochen, die auch den Blutzucker regulieren, die Entzündungen im Körper reduzieren, die dir eine ganz tolle Stütze und als Unterstützung einfach dienen, um abzunehmen. Die Gabi macht 6000 Schritte, mega genial, das ist ja schon mal super. Sehr cool. Hier hat jemand mein Live geteilt. Vielen Dank, Niki. Das ist ja nett. Das habe ich ja noch nie erlebt. Also vielleicht habe ich es noch nie gesehen. Voll cool. Vielen Dank fürs Teilen. einfach wirklich schauen, dass du bei den Supplementen waren wir, genau, die exogenen Ketone, die dich einfach super gut unterstützen, ja, die den Blutzucker senken, die letztendlich dir wirklich helfen, schneller aus einer Insulinresistenz wieder rauszukommen. Meine Mama zum Beispiel hat es rausgeschafft aus dem Prädiabetes, also schon einen Schritt höher als die Insulinresistenz, innerhalb von 4 bis 5 Monaten zweimal am Tag Ketone trinken, die Ernährung ein bisschen umstellen, es war kein Hexenwerk und sie hat wieder einen normalen nüchtern Blutzucker. Das feiere ich total, weil das heißt für sie halt mehr Lebensqualität. Ja. Die ist jetzt nicht mehr erschöpft, wenn sie zwei Stockwerke Treppen hochgeht, sondern macht es mit links. Ja. Neulich waren wir 2,5 Stunden spazieren, sie wollte alleine von sich aus noch weitergehen, wo ich mir denke, das hätte es früher nie gegeben. Also richtig, richtig cool. Da kannst du halt echt wieder Leute zum Leben erwecken, gefühlt. Ne? Vielen Dank. Niki macht Werbung. Total süß. Dankeschön. Ich kann gerade kein Herz machen. Ich muss mein Mikro halten jetzt. so ist es. Und was kann man noch machen als allerletztes? Neben den exogenen Ketonen, die ich auf jeden Fall immer empfehle, wenn du aus einer Insulinresistenz rauskommen möchtest, auch Myo-Inositol kannst du auch noch einsetzen. Das hilft einfach auch, dass die Zellen wieder sensitiver dem Insulin gegenüber werden. Ja, und dann hast du ein richtig geniales Kombipaket. Wenn du jetzt sagst, okay, das war jetzt alles ein bisschen schnell, irgendwie, hat mich jetzt überfordert. Du findest wirklich auf meinem Account da ganz viele Infos, auch nochmal mehr im Detail. Auch Tipps, wie du deinen Schlaf verbessern kannst, wie ein gutes Krafttraining aussieht. Alles Tipps, die du brauchst, um da rauszukommen aus deiner Insulinresistenz.
Es geht ja auf, da möchte jemand Gassi gehen, hier auf Instagram im Story Highlight Insulinresistenz habe ich das alles noch erhalten. Da könnt ihr euch die ganzen Lives anschauen und auf TikTok sind sowieso, ist der ganze Kanal voller Videos. Da auch einfach die Wiedergabeliste Insulinresistenz mal durchschauen, wer da wirklich noch mehr lernen will. Und ja, dann hast du da echt eine gute Anleitung, wie du da einfach wieder rauskommst. Und morgen gibt es um 11 Uhr Q&A zum Thema Insulinresistenz bei mir auf TikTok und auf Instagram. Also wer einfach da auch dazukommen möchte, noch genauere Fragen beantwortet haben möchte, jederzeit gerne. Ja, hallo. Also Gabriel ist auf jeden Fall super, super fleißig. Muskeltraining 5-mal in der Woche. Mega. Wahnsinn. Sehr cool. Da hat sich jemand verstanden, wie es geht. Lexi schreibt mich heute auch. Hatte 4 Stunden Schlaf, meine Pause heute und einen mega langen Tag. Seit 5 Uhr wach und dank der Ketone war ich super gelaunt und null müde heute. Keine Pause. Ja, cool. Bam. Mega. Ja, meine Güte. Ja, das ist okay. Das ist einfach ein Nachbar, der an der Hecke vorbeiläuft. Das ist vollkommen in Ordnung, aber vielen Dank. Ja, das ja, nicht, ist dass ja, du fremde Menschen hier reinlässt, ne? Nee, also das kommt dir gar nicht in die Tüte. Sehr gut. Also, die kommen schon von draußen hier in das Live rein. Spaß. Nein, also in dem Sinn, ja. Patricia hat es ja gerade schon gesagt, habt, wenn ihr jetzt sagt, meine Güte, ich hatte jetzt gar nicht Papier und Stift in der Hand, in der Nähe, ja, konnte mir das gar nicht alles merken und keine Ahnung, das war irgendwie recht interessant, aber ich muss das nochmal anschauen. Das Live wird natürlich gespeichert. Bei Patricia habt ihr natürlich auch nochmal die ganzen Tipps und Tricks, wie ihr so eine Insulinresistenz einfach loswerden könnt. Bei mir geht es morgen um 12 Uhr wieder um die RBHB-Ketone. Also Patricia hat sie jetzt exogene Ketone genannt. Mhm. Wenn du jetzt sagst, geile Sache, will ich jetzt auch, weil dieses Kombipaket will ich auch, halt stopp! Bitte nicht irgendwelche exogene Ketone, ja, sondern es dürfen wirklich RBHB-Ketone sein. Was das jetzt nun ist, erfahrt ihr morgen bei mir um 12 Uhr. Das heißt, ihr könnt erstmal um 11 Uhr bei der Patricia nochmal reinschnuppern und dann kommt ihr um 12 Uhr zu mir. Haben wir ja genau richtig getimt für euch. So ist der Plan. So ist der Plan. Super Plan. Und in dem Sinn, vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Ja. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es war wahnsinnig cool. Auch für die Fragen. Cool. Sehr, sehr cool. Ja. Und danke dir, Steffi, fürs Durchleiten, fürs Moderieren. Ja, finde ich jedes Mal wieder spitze. Machst du mega gut. Und danke für die Gabri für deinen tollen Kommentar hier. Danke euch beiden Hübschen. Ja, das muss auch mal gefeiert werden. Hier so viele Smileys und Herzen und Sterne, mega, ist ja geil. Ja, da muss jemand raus. Niki sagt, dein Hund muss raus. Also wir müssen jetzt aufhören. Also der liegt schon wieder, alles gut. Er liegt schon wieder, okay. Vielleicht wäre es die Zeit für dich. Ich zeig's euch schnell, damit ihr auch beruhigt seid. Oh, hallo Bibi. Oh, wie süß. Sehr gut, hat er sich wieder beruhigt. Alles wieder gut. Das hat jetzt natürlich TikTok nicht gesehen, ne? Also das ist natürlich jetzt mies, ne? Also ich habe jetzt hier nur auf 4 auf TikTok. Da ist so. Sehr gut. Damit ihr jetzt alle beruhigt schlafen könnt. Ja, sehr gut. Ja, cool. Also danke Steffi nochmal. Und Steffi speichert es live ab. Jawohl, ihr könnt es teilen. Ihr könnt eure Fragen nochmal darunter schreiben. Dann können wir super gerne darauf eingehen. Aber in dem Sinn wünschen wir euch einen fantastischen Dienstagabend. Kommt gut in den Feierabend. Macht euch nicht so viel Stress. Okay? Richtig, das haben wir ja geklärt, warum. Und gut schlafen, Schlafqualität überprüfen. Jawohl. Und ja, mehr ist nicht zu sagen, oder? Das sind wir durch. Viel Glück. Schönen Abend. Spaß. Genau, schön war es mit euch. Ganz lieben Dank. Und danke, Steffi. Danke. Ciao, ihr. Tschüssi. Ciao, TikTok.